Guten Abend, Caro. Kannst du mir erklären, wieso Wett nicht steigt, obwohl es gefühlt wöchentlich heftige News erscheinen? Ich küsse deine Seele. Deine Seele soll sich auch geküsst fühlen, mein Lieber. Schön, dass du wieder da bist, Whitebeard. Ihr dürft nicht auf News achten. Darum habe ich auch dieses Shirt Fundamentals, Fundamentals. Diese ganzen News, die ganzen Fundamentals, die man sich dann liest, irgendwelche neuen Updates und Upgrades, und man denkt so, wow, ey, das Ding ist ja die Rakete. Warum steigt es jetzt nicht? Das hat nichts damit zu tun, ob der Preis jetzt steigt oder nicht. Noch ist die Anwendung nicht so groß bei so einem wundervollen Projekt wie VeChain, dass die Anwendung den Preis ansteigen lässt, beziehungsweise nicht in einem extrem erheblichen Maß. Wir müssen uns mal eine Sache bedenken, Leute. Die Preise, beziehungsweise die All-Time-Highs, die wir bis jetzt gesehen haben, bei vielen verschiedenen Coins. Jetzt überlegt euch das mal. Größtenteils sind sie nur durch spekulative Anstiege erreicht worden. Durch Pump and Dumps von uns Retailern, von Wahlen. Wenn wir wirklich abwarten und geduldig sind, bis echte große Massenanwendung kommt, was kann dann mit den Preisen passieren? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung, was für Sphären wir erreichen werden an Preisen bei Projekten, die wirklich anwendungsstark sind, wo wirklich ein legites Team dahinter steckt, riesen, riesen Partner wöchentlich reingeholt werden. Und wenn irgendwann der Switch geflippt wird und Massenanwendung stattfinden wird, über mehrere Blockchains interoperabel miteinander und eine Chain die andere Chain mitzieht, beide kooperieren, interagieren miteinander, permanent Daten miteinander austauschen, um Informationen und Services miteinander sich zu teilen oder sich gegenseitig zu ergänzen. Ich weiß nicht, was dann passieren kann, Leute. Preise können einfach unnormal durch die Decke gehen. Darum achtet jetzt bitte nicht darauf, wenn ihr euch so ein legites Projekt wie VeChain anguckt, warum steigt der Preis nicht? Wir haben so viele schöne News. News haben nicht immer was damit zu tun, dass der Preis steigt. In der Vergangenheit haben wir uns das auch oft angeguckt, dass extrem starke News rausgekommen sind und die Coins dann letztendlich komplett in den Keller gehen. Und auf der anderen Seite haben wir oftmals Phasen, wo extrem schlechte News rauskommen und die Coins komplett durch die Decke schießen. Nicht auf die News achten. Das ist ein riesen, riesen Fehler, was man als Anfänger an diesem Markt macht. Darum immer vorsichtig sein, die News ein bisschen beiseite lassen, sich mehr die Charts angucken. Und wenn man das nicht kann, dann wenigstens auf die Fundamentals vertrauen und langfristig investieren. Fundamentals sind in dem Sinne wichtig, wenn man langfristig in ein Projekt gehen möchte. Für kurzfristige oder mittelfristige Preisentwicklung sollte man nicht auf Fundamentals achten. Und dazu gehören auch die News. In jeder unserer Videobeschreibungen unten findet ihr einen Link zu Bitvavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.